Es waren einmal ein Mann und eine Frau. In Schwerin auf der Schule für Russisch lernen sich Inge und Jürgen Janetzko 1947 kennen. Und dann haben wir im Haus der Freundschaft so Festtänze gehabt in Schwerin. Und dann hat er mich aufgefordert. Er war der Klügste in der Klasse und irgendwie hat er mir imponiert und gefallen. Gut getanzt hat er auch. Die beiden heiraten und sie treten aus Überzeugung der Partei bei, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Das war damals sehr einfach. Da wurde ich gefragt, bist du für die Oder-Neiße Friedensgrenze? Du wahrscheinlich auch. Ja. Bist du, glaubst du an Gott? Nein. Und damit waren wir aufgenommen. Die Nazizeit, das war schlecht. Also wird das gut sein. 13. August 1961. Die Mauer wird gebaut. An diesem Tag beginnt Jürgen Janetzko am Kurs der Partei zu zweifeln. Ich habe gesagt, man sollte die Verhältnisse so gestalten, dass die Leute freiwillig hier bleiben. Es hat mich nicht so betroffen gemacht, sagen wir mal so. Mich hat auch zum Beispiel, ich war 3 Monate in Moskau, noch bevor die Kinder geboren waren, und kam zurück und da war Jürgen aus der Partei ausgetreten. Und das konnte ich überhaupt nicht begreifen. Die erste Krise übersteht die Ehe. Die Kinder werden geboren. Jürgen ist mittlerweile leitender Lektor für Russisch an der Universität Rostock. Seine Frau ist als Funktionärin der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft ebenfalls an der Uni und Mitglied der SED-Leitung. Ja, das war eigentlich so die glücklichste Zeit. Doch dann der nächste Schlag. Wieder ist es ein Tag im August. Da sind doch 68 die sowjetischen Truppen und andere Truppen eingemarschiert. Der Tschechoslowakei, um diesen Prager Frühling zu unterdrücken. Und das hat mich sehr erbost. Ich war überzeugt, es könnte einen demokratischen Sozialismus geben. Die Parteileitung der Universität weiß um Janetzkos Sympathien für die Prager Dissidenten. Sie will ihn endgültig loswerden und sie stellt ihm eine Falle. Und dann hing bei uns am Institut eine Erklärung, dass wir den Einmarsch der sowjetischen Truppen in der Tschechoslowakei begrüßen. Und ich habe nicht unterschrieben. Und dann haben sie mich gefragt, warum hast du nicht unterschrieben? Und da habe ich meine Meinung offen gesagt. Ich meine, ich kann schweigen, aber einem etwas sagen, was nicht meiner Meinung entspricht, das möchte ich nicht. An der Universität tagt die Parteileitung. Auf einer Sitzung, an der auch Inge Janetzko als DSF-Sekretärin teilnimmt, wird das Ergebnis bekannt gegeben. Und dann trat der Rektor auf und sagte, dass man sich getrennt habe von diesem reaktionären Jürgen Janetzko. Und alle starrte mich an, die wussten ja, wer ich war. Und ich fiel, also ich kam mir vor, als ob man mir einmal schmutziges Wasser über den Kopf gibt. Also ich bin rausgelaufen an die Treppe hoch und habe ich oben gestanden und dann bin ich runtergesprungen. Und dann habe ich gesagt, nein, du hast 2 kleine Kinder. Aber ich war so erschüttert und so geschockt und auch so gekränkt auch. Ja? Warum hat keiner mit mir geredet? Wieso erfahre ich das auf einer öffentlichen Parteiversammlung, was mit meinem Mann passiert? Inge Janetzko hält nicht zu ihrem Mann, sondern zu ihrer Partei. Die Familie ist gescheitert. Das Paar lässt sich scheiden. Ich konnte einfach nicht anders reagieren. Ich wurde also vom Funktionärssog nach oben gezogen. Also Frauen wurden sehr gefördert. Ich habe also so viel Förderung und so viel Unterstützung erfahren. Und ich hätte mich, das wäre für mich undankbar gewesen. Ja, wenn ich, nee. Ich hatte einfach doch diesem Staat so viel zu verdanken. Schüler oder Studenten darf Jürgen Janetzko ab sofort nicht mehr unterrichten. Seine Beurteilung ist so schlecht, dass es lange braucht, bis er neue Arbeit findet. Schließlich darf er als Russisch-Dolmetscher auf einer Rostocker Werft anfangen. War sehr, sehr laut. Ich musste schreien, Dolmetsch. Hatte
manchmal 4, 6 plus Personen um mich herum. Das kriege ich nicht mehr weg. Meine Stimmbänder sind überbeansprucht worden. Heute, mehr als 40 Jahre nach ihrer Scheidung, wohnen die Janetzkos in einem Rostocker Seniorenwohnheim. Nicht gemeinsam in einer Wohnung, aber Tür an Tür. Ja, wir haben uns wegen der Kinder haben wir Kontakt immer gehabt. Ja, und jetzt spielt ja die Politik keine Rolle mehr zwischen Ihnen, oder? Wir lassen das Thema raus. Nein, wir müssen darüber nicht reden. Es ist abgeschlossen. Ja. Ich werfe ihr nichts mehr vor. Nein, ich auch nicht. Das ist vorbei. Es war einmal eine Familie. Ihre Geschichte wurde geprägt von einem Konflikt, verursacht von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.